Da ist das Ding, Mercedes W124 T-Modell. Gerade geholt aus strömenden Regen aus dem Burgenland. Echt hässliche Heckklappen. Innenraum war einigermaßen okay. Ja, nächstes Projekt. So, wieder der Klassiker hinter den Schwellern. Der war einfach schon ausgewechselt. Und vorne hat er tatsächlich noch eingeschweißt. Aber es rostet wieder, das heißt, es geht nicht mehr. So, das ist jetzt der Schweller hinten links. Und wie man sieht, hat der Kollege, der was vorher da reingeschnitten hat, da war schon ein Loch drin, hat den Kabelbaum reingeschnitten. Das heißt, wir haben drei Kabel, die sind komplett getrennt. Und dann haben wir eins, das ist angeschnitten. Oder sagen wir vier Kabel, die sind leicht angeschnitten. Das heißt, die müssen wir noch neu verbinden. So, da haben wir jetzt den Kofferraum, wie man sieht, ziemlich dreckig das Ganze. Und wenn man jetzt da mal reinschaut, dann sieht man hier auch ziemlich viel Dreck drin. Genau, aber man hat ultra viel Stauraum. Ja, wie gesagt, man kann die Heckrückbank nach vorne klappen. Zap, und dann kann man hier die Heckbank umklappen. Pack, und dann hat man hier eine ultra lange gerade Liegefläche. Riecht schon einmal gut. Einfach einmal alles damit einsprühen. Und dann mit der Sonax-Bürste verteilen und einreiben. So, ja. Man sieht, das schäumt schön auf. Das gleiche natürlich auf der Rückbank mit der Bürste schön einmassieren und dann mit einem Mikrofasertuch abwischen. Und zwar, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, die Schrauben aufzumachen, nachdem ich eh schon den ganzen Innenraum heraus habe, habe ich mir gedacht, die untere Sitzbank wird mir sonst abbrennen. Und ja, deshalb, diese Kreuzschrauben, sind die mit Loctite oder nicht, die sind einfach so fest angezogen. Das ist das Ding. Und ohne Hebelarm hast du da keine Chance. Na, war kein Loctite oben, aber trotzdem. Aber hinzubekommen, ich will sie sauber kriegen, das heißt, ich will keinen Rost mehr haben. Und ich habe meinen Rostexperten. Mein Papa ist mein Rostexperte. So, jetzt machen wir das gleiche. Die Schrauben noch. Genau. Dann schauen wir, ob die Schiebe noch geht, aber das schaue ich zum Schluss. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Aber ich denke, ich bin zuversichtlich, dass das Auto wieder fährt, weil für den Innensaum zusammenbauen brauche ich einen Tag. Und das ist machbar normalerweise. Die Schrauben noch, jeder ist mir ein Rätsel, aber bauen wir mal.
die andere Seite raus. Oh, ja, jetzt habe ich ihn in der Hand. Jetzt habe ich ihn in der Hand. Den Johnny. Den Johnny habe ich jetzt in der Hand. Von Bit auf 6,5 Nuss, auf Adapter von 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll, von 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll. Und damit der fetten Ratsche das Ganze lösen. Zwei Balken. Meckeln wir oder was? Hoppla, da haben wir drauf eingesetzt, das ist nicht so geil. Boah, der geht auch fest, aber es geht. Drücken wir da drauf, ziehen wir dann unter links von unten. Jetzt haben wir ihn gelöst. Jawohl. Lösen wir das da einfach noch runterziehen. Und dann. Hier durch, zapp. Hoppla. Da krieg ich Öl. Ist gefragt. Ich will eh. Jetzt fährt einstellen. Und. Alter. Ah! Kleiner Finger eingezwickt, aber es ist locker. Normalerweise locker. Eigentlich schon. Das ist dann was. Das ist hier hinten. Da. Ich glaube, den zieht man einfach her. Der hat wieder was abgebrochen, aber er war einfach in die Richtung. Genau. So, jetzt ist er leer. Zumindest fast. Ich glaube nicht, dass ich das rausklappe. Da sehen wir ihn. Das ist Mörsch. Da ist eben das Problem, dass dahinter schon die Bremsleitung ist. Das ist alles tot.